Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch schnell, kurz und bündig zeigen, wie man Klick-Vinyl-Dielen schneiden kann. Ihr macht das am besten mit einem vernünftigen Teppichmesser und ich würde euch auch empfehlen, einen Winkel dazu zu nehmen, weil dann habt ihr gleichzeitig eine Führung und es ist voraussetzt auch oder garantiert, dass ihr gerade schneiden könnt. Ich kann euch beides mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Einmal den Winkel und ein gutes Cuttermesser. Nehmt bitte nicht so ein billiges, quackiges Teppichmesser. Damit werdet ihr in der Regel wenig Erfolg haben. Ein bisschen härter ist dieses Material schon, deshalb auf jeden Fall ein gutes Teppichmesser verwenden. Beides findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich zeige euch jetzt, wie wir das schneiden. Ich habe mir hier eine Markierung gesetzt. Hier soll einmal die Diele gekürzt werden. Und ich lege mir jetzt hier meinen Winkel an. Sehe zu, dass er hier bündig einmal komplett abschließt. Dann habe ich hier auch eine gerade Fläche, wo ich schneiden möchte. Und jetzt nehme ich mein Cuttermesser und werde das zwei, dreimal einfach hier rüberziehen. Und dann können wir den Klick-Vinyl schon trennen. Ihr werdet das jetzt gleich sehen. So. Und das war's. Jetzt haben wir hier zwei saubere Schnittkanten und können beide Teile weiter verarbeiten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!